Das hier ist mein bisheriger Shelter für Ultraleichttouren, das Six Moon Designs Gatewood Cape, das mich schon auf mehreren Touren begleitet und gut geschützt hat. 306 Gramm leicht und aufzubauen mit nur einem Trekkingstock, den ich sowieso immer dabei habe als Wanderstock und als Kamerastativ. Und das verwende ich dann entweder in Kombination mit einer Bodenplane oder in Verbindung mit dem Six Moon Designs Serenity Net Tent. Das Serenity Net Tent wiegt 287 Gramm und in Kombination mit dem Gatewood Cape komme ich so auf 593 Gramm insgesamt. Und das ist verdammt wenig Gewicht für den Nutzen, den mir diese Kombination hier bietet. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dieser Kombination, vielleicht bis auf eine Kleinigkeit, zu der aber später noch mehr. Hier habe ich jetzt einen ähnlichen Shelter von der US-Firma Zapex, einem Hersteller von hochwertiger und extrem leichter Outdoor-Ausrüstung. Das ist das Hexameet Pocket Tarp, das meinem Gatewood Cape vom Aufbau her sehr ähnlich ist. Und das werde ich hier jetzt zum allerersten Mal aufbauen. Ich bin schon sehr gespannt. Dieser Shelter besteht komplett aus Dyneema, früher als Cube Fiber bekannt geworden, einem Hightech-Stoff, der für Segel von Rennjachten entwickelt wurde. Extrem reißfest und extrem leicht und daher habe ich hier jetzt nur noch 202 Gramm in der Hand. Also nochmal 104 Gramm leichter als das Gatewood Cape, das sowieso schon super leicht ist. Wir werden sehen. Ja, für den allerersten Aufbau lief es ganz prima, muss ich sagen. Der Hersteller empfiehlt vom Grundsatz her einen hohen Aufbau, die Plane also nicht bis zum Boden zu ziehen. Ob sich das für mich bewährt, muss ich erst noch herausfinden. So erhält man natürlich einen größeren Innenraum und eine bessere Belüftung vom Kondens her. Ja, mal schauen. Der Eingangsbereich beim Hexameet Pocket Tarp ist auf jeden Fall deutlich tiefer als hier beim Gatewood Cape. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das Volumen gleich ist. Also, dass ich innen genauso viel Platz haben werde. Ja, definitiv. Hier ist eine Menge Platz drin. Da ist noch einiges mehr an Platz. Hier vorne ein großer Vorbereich für Rucksack und ähnliches. Also von der Größe her ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Allerdings habe ich hier jetzt natürlich diesen hohen Aufbau. Und wenn es sehr windig wäre, dann würde das natürlich bedeuten, dass hier auch eine ganze Menge Wind reinkommt. Wie gesagt, das muss ich alles mal ausprobieren. Meine Tyvek Hard Structure Plane in der Größe 200 x 100 cm wiegt 109 Gramm. Und die werde ich jetzt mal durch die Zapex Bass Tube ersetzen, eine spezielle Bodenplane, die Zapex speziell für das Hexameet Pocket Tarp anbietet. Länge 2,13 Meter, Breite oben und unten 61 cm und hier in der Mitte 81 cm. Ich habe das Ganze jetzt erstmal provisorisch mit ein bisschen Paracord befestigt. Gott sei Dank hatte ich was mitgenommen, denn ein vorgefertigtes Setup, wie diese beiden Teile verbunden werden sollen, gibt es anscheinend nicht. Ja, und die Besonderheit, ich denke, man kann es hier
relativ gut erkennen. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze Bass-Tube genannt wird. Ein hochgezogener Rand rundherum. Sehr gut für schlechtes Wetter. Und Schlafsack und ähnliches können nicht so leicht aus diesem Bass-Tube-Floor herausrutschen. Ja, und damit komme ich zu einem Punkt, den ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe. Das Serenity Net Tent ist klasse und ich kann es auch empfehlen. Es hat nur eine klitzekleine Schwachstelle und zwar der dünne, superleichte Boden ist aus Seal-Nylon. Und dieser Stoff kann sich mit Wasser vollsaugen, wenn der Boden so richtig sicke nass ist und dann eben das Körpergewicht die ganze Nacht darauf liegt. Dann saugt sich das Ganze voll und dann dauert das eine ganze Weile, bis das wieder getrocknet ist. Und eventuell kann mal ganz leicht, also nicht, dass man es wirklich als Feuchtigkeit merkt, aber so die Matte von unten, dass die dann auch so ganz leicht klamm ist. Und das kann eben bei Cuban Fiber nicht passieren. Das Zeug ist super robust, ist wasserfest und nimmt keinerlei Feuchtigkeit auf. Deswegen mochte ich die Idee, im Hexamid Pocket Tarp auch auf Dyneema zu liegen und habe dafür die Zapex Bass Tube gewählt. In der wärmeren Jahreszeit fehlt mir jetzt aber der Mückenschutz. Was dann? Eigentlich müsste ich das Serenity Net Tent ja auch hier im Hexamid Pocket Tarp verwenden können. Wie gesagt, Größe ungefähr gleich. Ich glaube, das habe ich auch schon mal auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen. Das probiere ich direkt mal aus. Ja, funktioniert auch. Denn wie gesagt, sind die Abmaße hier innen gegenüber dem Gatewood Cape wirklich ziemlich ähnlich. Nur oben die Spitze musste ich versuchen, möglichst hochzuziehen und nicht den eingeklebten Befestigungspunkt am Hexamid Pocket Tarp zu benutzen. Mit dem mini kleinen Nachteil, dass ich jetzt natürlich wieder auf Seal-Nylon und nicht auf Cuban Fiber liege. Und deswegen habe ich mir für meine Tests heute noch ein ganz anderes Mückennetz mitgenommen. Und damit werde ich jetzt mal einen Test machen. Also Zapex Hexamid Pocket Tarp mit Zapex Bass Tube aus Cuban Fiber. Nein, aus Dyneema. Ich muss mir langsam mal die neue Bezeichnung angewöhnen. Und dieses No-Name Mückennetz. Dazu werde ich jetzt aber nochmal alles abbauen. Und ich werde das Hexamid Pocket Tarp jetzt nochmal tief aufbauen. Also möglichst bodennah, dass ich rundherum keinen großen Abstand zum Boden habe. Keine großen Abstände, wo Wind hineinkommen kann oder wo Spritzwasser bei starkem Regen hochspritzen könnte in den Innenraum. Denn das will ich unbedingt auch nochmal ausprobieren. Dadurch wird das Ganze hier drin natürlich ein bisschen kleiner. Aber man muss alles ausprobieren, bevor es losgeht. Ich habe es jetzt mal so tief aufgebaut, wie es mir überhaupt nur möglich war. Also hier vorne nur noch ganz minimaler Abstand zum Boden. Seitlich eigentlich komplett auf dem Boden. Mehr geht nicht. Dann lege ich jetzt erstmal die Bass Tube rein und schau mal, wie viel Platz ich mit meinen 1,87 Meter noch habe. Ja, Höhe, sitzen kann man auch immer, aber nicht ohne Kontakt hier seitlich zum Stoff. Also nicht ganz so perfekt, aber ich rede ja auch von einem Shelter für richtig mieses Wetter. Und ich habe unter Tarps und in Zelten schon echt mieses Wetter erlebt. Dementsprechend will ich das ja auch unbedingt ausprobieren jetzt. Länge ist gerade noch so okay. Hier werde ich aber mit dem Schlafsack leicht den Außenstoff berühren. Wenn es dann zu Kondenswasser hier innen kommt, wird der Schlafsack unten natürlich etwas feucht werden. Ja, und kopfseitig, es geht, aber das hier ist schon sehr nah. Das ist natürlich nicht so angenehm. Man kommt sich dann ein klein bisschen eingeengt vor.
Also wenn es richtig, richtig mieses Wetter ist, dann ist einem das egal. Dann will man nur einen guten Schutz haben. Aber für alle anderen Wetterarten werde ich wahrscheinlich so einen Mixaufbau wählen. Also doch ein ganz minimal kleines bisschen höher. So, und jetzt noch mein extra Mückennetz testen. Wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Ein komplett geschlossenes Mückennetz mit Reißverschlusszugang habe ich, glaube ich, mal bei Amazon gekauft. Nee, das ist nichts, denn dadurch, dass es nur an den vier Ecken befestigt ist, stellt es sich überhaupt nicht auf. Man hat keinerlei Innenraum, also das Netz würde auf dem Gesicht, auf den Füßen aufliegen. Das ist es nicht. Da ist das Serenity Net Tent als Innenzelt viel, viel besser, weil es eben an seiner eigenen Bodenwanne rundherum festgenäht ist. Und wenn man dann die vier Ecken fixiert hat und das Ganze oben aufhängt, dann ist das richtig aufgespannt und liegt nirgendwo auf. Das ist viel besser. Das heißt, ich bleibe also entweder nur beim Bass Tube Innenfloor, wenn ich ohne Mückennetz unterwegs sein will, oder ich nehme das Serenity Net Tent, wenn ich mit Mückennetz unterwegs sein will. Das Optimum wäre das Serenity Net Tent mit dem Bass Tube Floor in 1. Das wäre ein Traum. Wie auch immer, das Hexameat Pocket Tarp gefällt mir auf jeden Fall schon mal ausgesprochen gut. Leichter kann ein Notfall rund um Wetterschutz wohl kaum noch sein.